Moin und herzlich willkommen zurück zum Politik-Simulator 4 Power and Revolution in unserer zweiten Burundi-Staffel. Und ich möchte nicht verhandeln, sorry. Wir warten hauptsächlich darauf, dass die Quartale enden, damit wir von diesen... Ach, guck mal, der Flughafen ist fertig. Ja, den wollen wir einweihen. Wir warten darauf, dass die Quartale enden, damit wir durch das Geld, was wir dann einnehmen, unser Internet zum Beispiel ausbauen können. Es gab ja vorher die Überlegung, zumindest meinerseits, ob man nicht auch die Nebenautobahn weiter ausbauen sollte. Ist halt die Frage, ob das in Burundi so viel bringt, wenn die sowieso kaum Autos haben. Ich meine, wir haben unsere zwei Städte des Landes haben wir auch schon mit einer Autobahn verbunden. Das ist schon schön und gut. Und vielleicht sollten wir uns erstmal aufs Internet konzentrieren. Da wollen wir das 4G-Netz erstmal ausbauen. Und das, da kommen wir halt so schon sehr langsam voran. Ne? Wir haben jetzt im letzten Quartal nur 1% geschafft. Und es wäre schön, wenn wir da schneller vorankommen würden. Deswegen warten wir jetzt erstmal bis April. Und dann schauen wir mal. Dann konzentrieren wir uns vielleicht mal auf das Internet, dass wir das erstmal ausbauen, bevor wir halt die Straßen weiter ausbauen, wenn die Leute sowieso keine Autos haben. Ich glaube, an Elektrogerät, mit dem man an Elektronikgerät, mit dem man mit dem Internet in Verbindung kommt, das ist, hat man sich schneller geholt als ein Auto. Aber ja, Güterverkehr und Internet sind natürlich zwei verschiedene, also ne, nicht nur Personenverkehr, sondern auch Güterverkehr und Internet sind natürlich alles verschiedene Sachen. Die braucht man natürlich alle in einer guten Wirtschaft. So, das Wirtschaftswachstum wird nicht so wirklich schneller, gerade durch die Sachen, die jetzt fertig geworden ist. Wir haben jetzt die Autobahn hier fertig, wir haben das den Flughafen fertig. Aber hier passiert nicht viel im Land. Das ist ein bisschen ernüchternd. Gut, es wurde quasi angedroht, dass es nicht viel bringt. Lifestyle des Präsidenten. Wir haben doch den... Ach nee, haben wir nicht gesenkt. Ich wollte den senken, aber es ging nicht, weil wir dann abgesetzt wurden. Naja, egal. Stört jetzt auch gerade nicht. Es sei denn, man könnte es machen, damit wir halt diese Demonstration Lifestyle des Präsidenten in Zukunft nicht mehr bekommen. Das wäre vielleicht ein Argument. Aber es ist vielleicht potenziell was, um die Beliebtheit zu erhöhen. Deswegen hebe ich mir den Joker mal auf. Man würde es dann vielleicht mal versuchen, wenn wir Beliebtheitsprobleme haben. Beziehungsweise wenn sie allgemein nicht auf 100 ist, die Beliebtheit. Wie jetzt, weil jetzt brauchen wir halt nichts machen. Allgemein würde ich mir sogar Maßnahmen, die die Beliebtheit erhöhen, würde ich mir erstmal aufsparen, falls wir halt Beliebtheitsprobleme haben irgendwann. Nun gut. Wie sieht es eigentlich aus mit unserem Reichtum pro Person? BIP pro Person, so muss man es ja sagen. Das hat ja mit dem Reichtum von der Person nichts zu tun. Leider. 600.000, wie viel hat DR Kongo? 2 Millionen, okay, da sind wir noch ein Stück weg. Also, wir können ja mal im Auge behalten, ob wir die irgendwann einholen. Die haben 4 Millionen und Ruanda hat fast 3 Millionen. Aber das ist schon ein krasser Unterschied, wie wir hier viel ärmer sind als die. Aha, und das Wirtschaftswachstum wird minimal niedriger. Ich bin mir halt unsicher, ob wir die Steuern für die Unternehmen noch weiter erhöhen sollten, um dadurch die Infrastruktur besser zu fördern. Ob wir dann im Endeffekt mehr davon haben, ich bin mir nicht sicher. Beziehungsweise, ob das dann nicht so eine Art Schummeln ist, habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl. Huch. Nämlich, woran liegt das? Wie komme ich da drauf? Ja, ein dieses Packeises, okay. Wir haben in diesem Sommer eine Rekordmarke für das Abschmelzen des Packeises erreicht. Während seine Fläche vor dem Jahr 2000 noch 7 Millionen Quadratkilometer betrug, so verzeichneten wir im vergangenen Sommer weniger als 2 Millionen Quadratkilometer, wodurch die vorherige Rekordmarke von 2012 mit 4 Millionen Quadratkilometer gebrochen wurde. Laut den Klimaschutzexperten erleben wir eine starke, unbestreitbare Beschleunigung des Phänomens und es ist damit zu rechnen,
dass das Packeis bis in 5 Jahren vollständig geschmolzen sein wird, wobei der Nordpol per Schiff durchquert werden könnte. Krass. Krasse Vorstellung auf jeden Fall. Würde aber Frachtwege verkürzen, glaube ich. könnte die Wirtschaft sich irgendwie wiederum nutzen, aber natürlich hat der Klimawandel viel negative Folgen dadurch, dass man mehr Umweltkatastrophen hat, dadurch, dass Leute ihre Heimat verlassen müssen, weil andere Orte wiederum unbewohnbar werden. Aber ja, ich glaube, ein kleiner Vorteil, den der Klimawandel mit sich bringt, ist halt, dass man Flugverkehr und Schiffverkehr dann einfacher über den Nordpol machen kann. Glaube ich, meine, das wäre so eine Option. Aber ja, ist die Frage, ob es das wert ist. Ich würde mal sagen, nein. Aber wenn sich die Möglichkeit bietet, könnte man natürlich darüber nachdenken. Wenn sich das eben schon mal so erwärmt hat, dass es eben so ist. Die Kidnapper haben. Ah, da waren wir kurz unter 100 gerutscht und dann haben sie die Geisel freigelassen. Jetzt ist da wieder alles gut. Okay, dann ist gleich der März zu Ende. Dann ist der April, logischerweise nach dem März. Und dann ist neues Geld da. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen mit unserem Internetausbau. Unser Überschuss wird auch leicht mehr, ne? Langsam wird er wieder mehr. Einfach nur mit der Zeit. Das ist vielleicht auch ermutigt, einen einfach mal ein bisschen abzuwarten, weil das Geld von alleine mehr wird. Ist auch ganz nett. So, das Geld ist da. Dann gehen wir mal hier in die Medien rein und schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wieder nur 1%. Na gut, dann warten wir mal auf das nächste Quartal und dann kriegen vielleicht 2 auf einmal, weil von diesem noch was übrig ist oder so. Mal schauen. Digital freut sich. Aber das finde ich schon interessant, dass das Mobilfunkinternet, 4G-Mobilfunkinternet, ist halb so teuer wie die Mobiltelefonie. Das ergibt für mich irgendwie keinen Sinn. Aber gut. Aber gut, naja. So. Milik, schacke ich kurz was essen. Dann wünsche ich guten Appetit. Guten Hunger. So, und die Chinesen entdecken wieder was. Iris-Kamera. Krass, krass. So. Die terroristische Organisation ist. Achso, hier ist diese Nachricht, genau, die wir die ganze Zeit haben. Und da wir nichts unternehmen, um sie zu wecken, wird sich die Lage auch nicht ändern, was sehr bedauerlich ist. Was ist daran bedauerlich, wenn die terroristische Organisation eingeschlafen ist? Das heißt doch, die agieren nicht, oder? Vor allem, was ist das hier? Föderation der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter? Ist das eine... Das ist diese Gewerkschaft. Ich habe keine Ahnung, warum das eine terroristische Organisation sein soll. Das ist einfach nur eine Gewerkschaft. Ich verstehe es überhaupt nicht. Das kann ich mir wieder nur mit einem Bug erklären. Ich weiß nicht, was es sonst sein soll. Warum der da ständig darüber redet, dass die eine terroristische Organisation wären. Ich weiß es halt nicht. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Naja. So, wir warten auf jeden Fall auf das Ende des Monats Juni, glaube ich. Also Anfang Juli geht es, glaube ich, weiter mit unserem Geld. Und dann haben wir jetzt was angespart aus diesem Quartal für das nächste. Mal schauen, ob wir dann mehr Prozent auf einmal schaffen. Aber das ist schon heftig, wenn wir es jetzt ausrechnen. Angenommen, wir würden immer das gleiche Tempo haben. Angenommen, wir würden sogar 2% pro Quartal schaffen. Dann würden wir im Jahr 8% schaffen. Das heißt, für komplette Abdeckung bei dem Tempo, es würde mehr als 10 Jahre dauern auf jeden Fall. Und das ist ja schon mal heftig. Das ist heftig. Dann möchte ich es eigentlich schon ganz gerne beschleunigen. Aber zu welchem Preis wäre das? Ne? Im wahrsten Sinne des Wortes, zu welchem Preis? Zu welchem Preis? Die Bevölkerung können wir schlecht noch weiter belasten. Das Problem ist, die verhungern uns dann wirklich.
Man könnte halt nochmal die Körperschaftssteuer erhöhen. Ich glaube, das machen wir sogar. Weil die Alternative dauert mir halt viel zu lange. Viel zu lange. Ich speichere gerade mal. Wir probieren das mal. Und wie ich so bin, mache ich das wahrscheinlich gleich mit einem krassen Schritt, um halt sehr viel Geld rauszuholen und dann sehr schnell voranzuschreiten mit dem Infrastrukturausbau. Wir werden sehen. Erstmal schauen, wie viel Geld es einbringt. Also. Körperschaftssteuer. Wenn wir das jetzt krass verdoppeln würden. So, 166 Milliarden. Ist gar nicht viel. Mist, das ist gar nicht viel Geld. Man könnte halt die Gewerbesteuer nehmen. Mit der Körperschaftssteuer kommen wir leider nicht weit. Da steckt nicht viel Geld drin. Also nicht so, dass es wirklich krassen Unterschied machen würde. Wenn wir jetzt die Gewerbesteuer nehmen, wäre da halt viel mehr Geld drin. Eigentlich könnte man das auch machen. Wir hatten das ja beim anderen Let's Play gemacht, beim anderen, bei der ersten Staffel sozusagen, haben wir auch krass die Gewerbesteuer angehoben. Und die Wirtschaft ist danach trotzdem noch stark weitergewachsen. Zwar war es im ersten Moment, war das halt ein Schritt zurück quasi. Erstmal haben wir sie geschwächt. Aber danach ist sie doch gewachsen. Ich meine, man könnte jetzt sagen, okay, wir erhöhen jetzt die Gewerbesteuer mit dem Geld. Bauen wir das Internet aus und bauen Autobahnen und bauen noch einen großen Flughafen, bauen die eine oder andere U-Bahn vielleicht und dann senken wir es wieder oder sowas. Weiß ich auch nicht genau, wie wir es am besten machen wollen. Ich erhöhe mal die Gewerbesteuer auf 10%. So, das ist jetzt ein krasses Ding. Ich habe gerade vorher gespeichert, das heißt, wenn es richtig schief geht, dann können wir es wieder rückgängig machen. Schauen wir mal, was das für eine Auswirkung mit sich bringt. Ein Aufstand bringt es mit sich. Ja, toll. Bringt einen Aufstand mit sich. Jetzt wollen sich mehrere Leute mit uns treffen. Ich will mich aber mit denen nicht treffen. Okay, jetzt müssen wir erstmal hier Aufstand in unserer eigenen Hauptstadt niederschlagen. Und wir versuchen direkt den Palast zu stürmen. Moment, nehmen wir die hier. Gehen mit denen dorthin. Ah, diese ganzen Nachrichten nerven halt immer. So. So, und die können wir, glaube ich, ganz gut wegscheuchen gerade. Okay, ich glaube, wir haben es, oder? Ich glaube schon. Hallo, kurz. Keine Lust zu verhandeln. Ja. Tschüss. Okay, weiter geht's. Ist halt jetzt auch nicht so krass viel, ne? Es war jetzt von 16 auf 22% sind wir jetzt dadurch gekommen. Gerne. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe auch keine Lust mit dir zu verhandeln, tut mir leid. So, wann ist denn die Steuer durch? Jetzt gibt es natürlich gleich nochmal einen Aufstand, klar. Der kommt ja direkt nochmal. Dann bin ich halt mal gespannt, was das für eine Auswirkung auf das Wirtschaftswachstum hat. Oh, die versperren jetzt hier die Sicht hier mit ihren Nachrichten. Auch nervig. Ah, hier sieht man, das sind die Leute von der Gewerkschaft, die hier die Barrikaden aufgebaut haben und die halt hier... Ja, das ist der... Ach so, das ist genau der allgemein der Aufstand von der Gewerkschaft wahrscheinlich. Auch wenn man hier in die Infos schaut, oder? Genau, das ist die Vereinigte Lieder der Industrie. Sich da beschwert. So, auf jeden Fall haben wir die jetzt wieder zurückgeschlagen. Wir machen eine Einsprache? Was? Okay. Krass. Ich hoffe, das sorgt jetzt nicht für Neuwahlen. Das hatten wir nicht dann schon öfter, dass die hier, irgendwie was gesendet haben, oder war das... Nee, das war, glaube ich, die Rede im Parlament. Das war nicht das... der Auftritt im Fernsehen. Ich lege mir die ganzen Nachrichten hier weg.
Moment, haben wir gleich. So. So krass ist das Wirtschaftswachstum bisher noch gar nicht runtergegangen. Ein 0,5% vielleicht. Das geht ja noch. Das geht ja noch. Unsere Agenten haben das Versteck der Geiselnehmer lokalisiert. Ja, schlag zu. Ist bisher eigentlich meistens gut gegangen. Die terroristische... Na genau. Geiselnahme ist gut ausgegangen, wenn ich es richtig gesehen habe gerade. Das ist gut. Und vielleicht würde ich die Gewerbesteuer sogar dann noch weiter erhöhen, wenn wir mit dem Geld doch, also wenn das die, na, wenn die Auswirkung auf das Wirtschaftswachstum nicht so krass ist und wir dadurch umso mehr machen können für unseren Infrastrukturausbau, dann würde ich vielleicht doch erstmal so weitermachen, damit wir mehr Geld erstmal zur Verfügung haben. Man könnte natürlich das auch mit der Strategie so machen, dass wir die Gewerbesteuer krass erhöhen und dafür alle anderen Steuern abschaffen. Ich weiß nicht, ob uns das viel weiterbringt, aber es ist gerade so eine Überlegung, die mir gekommen ist. So nebenbei. Alles verschiedene Möglichkeiten, wo ich nicht hundertprozentig weiß, wie sie sich auswirken werden. Deswegen ist es schwierig, jetzt so zu sagen, was man am besten tun sollte. Aber das ist auf jeden Fall nicht so krass. Also Wirtschaftswachstum ist nicht so krass runtergegangen, wie ich jetzt befürchtet hätte. Vielleicht können wir sagen, wir machen mal pro alles ist vorbereitet. Quartal vielleicht eine Steuererhöhung und gucken, wie sich das auswirkt oder sowas. Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ist gleich das nächste Quartal rum. Dann ist wieder ein bisschen Geld da, um dann wiederum das Internet weiter auszubauen. Das soll ja erstmal das Ziel sein. Und das hätte ich ja natürlich gerne möglichst schnell hinter uns, dieses Ziel. Gutes Internet. Gute Infrastruktur im Allgemeinen. Das wäre schön. Und dann das nächste Ziel wäre natürlich die Bildung zu fördern. Das ist so das, was auch Wirtschaftswachstum bringt, aber es halt verzögert, ne? Gegenüber dem Internet bringt bessere Bildung natürlich nur verzögert ein besseres Wirtschaftswachstum mit sich. Deswegen möchte ich erstmal die Sachen machen, wo ich glaube, dass man die schneller, wo man schneller was von hat. Genau. Und so allgemein ist ja der Gedanke, erstmal die Wirtschaft fördern und danach fördern wir die Menschen sozusagen, um sie glücklich zu machen. Weil wir brauchen erstmal das Geld, mit dem wir die dann glücklich machen können. Das müssen wir erstmal mit der Wirtschaft erwirtschaften. Wie es halt eine Wirtschaft so macht. So, das Quartal ist zu Ende. Mal schauen. 1, 2, hä, wir schaffen trotzdem nur 1%? Wieso schaffen wir trotzdem nur 1%? Oh, wird das teurer? Die Terroristen. Das wird teurer pro weiteren Prozent. Das ergibt natürlich auch irgendwo Sinn, dass es einfach immer teurer wird. Weil man natürlich da anfängt, wo es am kostengünstigsten ist, ne? Jetzt ergibt das alles, glaube ich, auch ein Stück weit Sinn. Jetzt verstehe ich das, glaube ich, auch. Die ersten Prozente sind die günstigsten, weil man natürlich da anfängt, wo die Leute am dichtesten zusammenleben. Das ergibt sehr viel Sinn. Das heißt, wir sollten vielleicht an allen Baustellen gleichzeitig arbeiten? Oder sollten wir das nicht? Bin mir jetzt auch nicht sicher. Das war halt immer das an das macht, was am günstigsten ist. Oder dass wir deswegen doch erstmal die Mobiltelefonie machen, weil die immer noch am günstigsten ist, weil bis wir bei den anderen bei 50% sind, ist es halt viel, viel teurer. Das ist interessant.
dann machen wir vielleicht einfach immer das, wo es am günstigsten ist. Als erstes. Das heißt, irgendwann ist dann die Mobiltelefonie auch automatisch als erstes fertig, weil die am günstigsten ist. Jetzt ist das Wirtschaftswachstum doch ein bisschen weiter runtergegangen. Und dass wir jetzt nochmal die Steuer erhöht haben. Aber das ist eine interessante Erkenntnis, die ich jetzt gerade gemacht habe. Gut, dann machen wir doch vielleicht eine bisschen andere Strategie aufgrund neuer Erkenntnisse. Und wir schauen einfach da, machen einfach da weiter, wo es am günstigsten ist. Hätte ich jetzt gesagt. Gut, dann sage ich auf jeden Fall Dankeschön fürs dabei sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Folge. Und wenn ihr live dabei sein wollt, ne, in der Videobeschreibung ist der Link zum Twitch-Kanal, wo wir mittwochs um 20 Uhr die Aufnahmen streamen. Genau, Dankeschön fürs dabei sein und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Da schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das im Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 Euro geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.